Oh nein. Das blubbert schon. Bommel. Oh nein. Domme. Doch nicht mit dem Bunsenbrenner an die Schokolade. Domme im Gefängnis. Da ich in letzter Zeit häufig auf Hilf mir Folgen reagiert habe, habe ich ja des Öfteren die Nachricht bekommen, dass ich mal bitte auf Domme reagieren soll, ja? Domme habe ich auch schon ein bisschen was von gehört. Sollen sehr, sehr wilde Folgen sein. Ich stelle mich schon wieder einmal gedanklich und vom Intellekt bitte einmal 3 Level runter. Okay, Augenblick. Was ist denn hier los? Okay, perfekt. Jetzt kann ich mir den Scheiß geben, ja? Ich nehme noch einen kräftigen Schluck. So, einen Schluck Kokoswasser, Freunde. Let's go. Am nächsten Morgen in der Fußgängerzone. Die Schokoelfe ist trotz schlechtem Wetter in ihrem Element. Ohne offizielle Erlaubnis hat Domme einen Stand aufgebaut und versucht nun, ihre Delikatessen an den Mann zu bringen. Okay, das ist Domme. Okay, das ist Domme. Mit Domme haben wir es heute zu tun. Selbst für nur 2 Euro. Ein super Angebot. Okay, das ist ein Schokobrunnen, ja? Und die steht da in einem Fee-Kostüm. Menschlich gesehen ziemlich süß. Domme? Okay, Domme sieht aus wie eine Fee. Immerhin mit den Ohren hat sich Mühe gegeben. Domme sieht hier aus wie eine bezaubernde Fee. Warum kommt denn keiner? Nee. Hallo, die Schoko-Elfe. Es regnet einfach. Ich mache Schoko-Events. Mich können Sie buchen. Und wir können Sie jetzt vorab probieren. Ja, das sieht auch sehr einladend aus. Also, wenn ich in der Stadt laufen würde und das sehen würde... Ja. Ja. Ihr merkt selber, ne? 2 Euro. Vor allem 2 Euro für so ein bisschen Schokolade. Kein Kunde nee. Ist in Sicht. Guck mal, der Opi ist auch komplett verstört. Warum kommt denn keiner? Nee. Der sieht doof aus, Domme, ne? Hallo? Also Domme will... Mistwetter hält die ganzen Kunden ab. Liegt nur am Wetter. Liegt nur am Mistwetter. Sonst gar nichts, okay? Die Leckereien von der Schokoelfe probieren Sie jetzt für nur 2 Probieren Sie meine Leckereien. Wollen Sie mal probieren? Was kostet das Spaß? 2 Euro. 2 Euro für so ein bisschen. Mann, Domme, denk mal über deine Preispolitik nach. Aber warten Sie mal. Ich hab da noch was. Was denn? Ich liefere auf Freihaus. Ey, so wird das was, Domme. Einfach die Leute mit einer Steinschleuder beschießen. Mit deinen Schokoteilchen. So wird das was. Boah, der soll sich mal nicht so anstellen. Ich hab den doch gar nicht richtig getroffen. Eieiei. Events von der Domme, die Schokoelfe. Okay, also sie hatte irgendwelche Sachen, Gurken und so weiter und die taucht sie in Schokolade und das will sie für 2 Euro verkaufen. Und man kann sie buchen als Schokoelfe. Ja! 2 Euro. Mhm. Probieren Sie. Also ich würde direkt zuschlagen, Freunde. Mal, wollen Sie mal probieren? Was ist das denn? Die Schoko-Events von der Domme. Das sieht ja ekelhaft aus. Das ist nicht ekelhaft, das ist total lecker. Probieren Sie doch mal. Spinnen Sie? Geht's noch? Einfach in den Mund drücken. Ist das, was war das? Ist das so? Sind das diese Mini-Salamis? Diese Mini-Salamis mit Schokolade? Domme versteht die Welt nicht mehr. Nee. Sie findet ihre selbstgemachten Eigenkreationen einfach nur lecker. Oh nein, mit Gewürzgurken. Doch zurzeit ist sie auch ihr bester Kunde. Die haut sich halt, die schlägt sich halt nebenbei den Magen selber total voll. Doch da muss noch mehr gehen. Ja, das sind diese Mini-Salamis, Freunde. Das ist ja... Das Pfundsweib gibt voll... mit Schokolade. Okay, die nächste Kundin. Die nächste Interessentin. Was... Nee, danke. Außerdem ist die ja Schokolade hart geworden. Oh, ja, da haben sie recht. Da muss ich mal nachhelfen. Ich hab den auch. Der Schoki 100 verträgt kein offenes Feuer. Ach, das passt schon. Ach, das ist so ein Schokobrunnen, okay? Domme versucht den jetzt einfach mit dem Feuerzeug wieder die Schokolade flüssig zu machen. Nein. Da geht sogar noch mehr. Na, was holt sie jetzt raus? Oh nein, jetzt holt sie einen Bunsenbrenner. Gottes Willen. Oh nein. Oh nein. Domme. Oh nein. Domme. Doch nicht mit dem Bunsenbrenner an die Schokolade. Huch! Eieiei, auf die schönen Schuhe. Sein, oder? Ja, gut, es ist nur Schokolade, Mädel, beruhig dich ein bisschen. Richtig widerlich. Oh. Wissen Sie, was das kostet? Oh nein, der schöne Schokobrunnen. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Die nicht so, oh nein, nicht die schönen Klamotten, sondern die so der schöne Schokobrunnen. Die Passanten haben die Polizei gerufen. Ja, ja. Also da muss echt die Polizei ran. Also da steht ja eine Verrückte mitten auf dem Jahrmarkt, mitten auf dem Marktplatz, ja. Und das Schokoladenprojekt wird zu einem totalen Desaster. Ja, ja, also wie lieblos sieht auch dieser Stand aus, Freunde. Darauf einen Schluck Kokoswasser, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ja. So leid. Ja, das ist die Irre, die mich beschossen hat. Ich hatte sie gerade auch total eingesaut. Guten Tag. Mich eben auch. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Können Sie uns erklären, was Sie hier machen?
einfach, die Polizei kommt da hin und die wird einfach sozusagen, also angezeigt dafür, dass die Leute mit Schokolade bespritzt in der Stadt. Also das hat die Polizei auch so noch nicht gehört, ja? Ja, ich mache ein Schoko-Event, also ich mache Werbung für meine Schoko-Elfe. Aha. Mhm, Schoko-Event. Genehmigung für den kleinen Stand hier ist ja immerhin eine Sondernutzung. Ja, also klar, man braucht für sowas eine Genehmigung. Eine Genehmigung? Nee, die habe ich nicht. Nee. Brauchen Sie aber. Mhm. Wie ist denn Ihr Name? Domme. Namen? Nee, den gebe ich Ihnen nicht. Also, das ist Datenschutz. Also, nee. Ja, dann Polizeistelle, Datenschutz, nee, gebe ich Ihnen nicht. Ich stelle mich hier einfach hin in die Stadt, ja, ohne Genehmigung. Datenschutz, nee, nee, Namen kriegen Sie nicht. Können Sie sich sicherlich ausweisen? Ich hätte ganz gern mal Ihren Personalausweis. Personalausweis, der ist schon lange abgelaufen und den verliere ich sowieso immer. Womit Sie sich ausweisen nee, nee. Können? Nee. Dann müsste ich Sie. Aber ich hätte ein bisschen Salamis mit Schokolade, falls Sie wollen. Bitten, dass Sie uns begleiten. Auf oh nein. Ja, aber warum denn? Ich tu doch überhaupt... Jetzt gucken Sie doch mal hier. Das sind doch nur Fleischbällchen. Ey, die schießt einfach mit einer... Ey, die ist wahnsinnig. Die schießt mit einer Steinschleuder, schießt die Leute mit Salamis ab. Bitte. Ja, aber meine Schokolade. Da passiert nichts. So, bitte. So, mitgehen jetzt, Dominik. Feierabend. Wird ihr zum Verhängnis. Ja, jetzt geht ab auf die Wache. Die schießt ja recht, dass die Polizei die abführt. Ja, die sollte man einsperren, nie wieder rauslassen. Oh ja, übertreib's. Sie hat doch nur versucht, ein bisschen Schokolade zu verkaufen. Okay, sie hat nichts zu verkaufen. Er spritzt ein bisschen mit Schokolade und mit Steinschleudern um sich so, aber ja, da gibt's jetzt Schlimmeres. Ja, die übertreiben ja. Das ist ja keine, also sie hat jetzt ja nicht, ne, irgendwas, nicht jemanden hier umgebracht oder so, ne? Was soll das denn hier? Da wird man verhaftet, nur weil man ein bisschen Werbung machen will. Naja, erstmal geht's nur auf die Polizeiwache, Domme. Die Zellen auf der Polizeiwache sind überfüllt. Und da Domme noch immer nicht ihre Identität preisgeben will... Oh nee, dann geht sie in Untersuchungshaft. ...wird sie der Justizvollzugsanstalt übergeben. Ja. Ja, Polizeiwache voll und keine Ausweisdaten. Autschibautschi. Geschäftsidee ist sie zu einer Gefahr für die Allgemeinheit geworden. Mhm. Okay. Domme muss in den Knast. Domme so geht in die Justizvollzugsanstalt. In den Knast. Wir sind sicherlich alle voll grob hier. Ja, Domme. Domme ahnt noch. Kurz, Domme, dann habt vielleicht dein Perso bei dir? Domme, den schießt nicht fremde Passanten mit Schokolade in der Stadt ab? Dann passiert sowas nicht, Domme. Kleiner Tipp von einem Agi an dich, Domme. Nicht wie schlimm es für sie werden wird. Oh nein. Oh denn nein. Die Regeln im geschlossenen Vollzug sind streng. Genussmittel aller Art sind verboten. Immerhin hat sich Domme schon umgezogen. Sie läuft hier nicht mehr im Feenkostüm rum, okay? Ich brauch ein bisschen Kokoswasser, Freunde. Ihr wisst ja, Kokoswasser gibt's bei meinem langfristigen Partner bei der Korodogerie. Link ist in der Beschreibung ganz oben. 5% kriegt ihr sogar bei eurem Einkauf mit dem Code ELMARGO. Checkt das gerne ab. Da gibt's auch ganz viel, ja? Da gibt's Proteinsnacks und Chips und richtig geile Alternativen. Stöbert da gerne mal durch. Was hat die denn verbrochen? Überfall auf dem Fleischereifachgeschäft? So ein dummer Joke von dem Beamten, ja? Also, das gehört sich auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ja? Erregung öffentlichen Ärgernis und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ui. Ai, ai, und wie heißt direkt zwei Delikte, die Domme hier begangen hat, ja? Ai. Dame? Na, sie will ihren Namen nicht sagen. Wegen Datenschutz. Datenschutz? Und wie soll wir sie nennen? Domme. Einfach nur Domme. Einfach Domme. Wir nennen sie. Sie sagt zu dem Polizisten einfach, nennt mich einfach Domme. Was wollen die nur alle immer mit meinen Daten? Ich rück nichts raus. Das ist Datenschutz. Ja, Domme. Was wollen die mit deinen Daten, wenn du unschuldige Passanten in der Stadt belästigst? Dann musst du vielleicht deine Daten an die Polizei geben. Das könnte sein. So, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier Schönes haben, hä? Okay, einmal das Feenkostüm. Ein Karnevalskostüm. Das ist kein Karnevalskostüm, das ist meine Schokoelfe. Das ist ihre Mann, wie kommst du denn darauf? Das ist Domme Schokoelfe. Bitte nicht so eine respektlose Aussage. Das ist Domme Schokoelfe. Mann! Also so weit kommen wir noch. Ein Karnevalskostüm. Punkt. Schokoladenkuchenglasur. 2×250 Gramm. Ich meine, die steht an der Polizeiwache, die kriegt jetzt Hunger auf die Glasur. Die hat die Glasur gesehen, gedacht, oh, steht sie gerade bei der Polizei, ja, meine Daten werden aufgenommen in irgendeiner Vollzugsanstalt, aber jetzt diese Schokoglasur, die macht mich schon gerade echt an. Wie haben die überhaupt eine Drehgenehmigung bekommen für so eine Folge in so einer Justizvollzugsanstalt, ja? Das verstehe ich nicht. Was kommt denn da noch alles? Boah, Alpenmilchschokolade. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Boah, meine Nase läuft, sorry, Freunde, wegen der Allergie. Pollen macht mir echt ein bisschen zu schaffen. Okay, weiter geht's. 6, 7, 8. 8 mal 100 Gramm. Fräulein. Ich war
weil sie ist mit einem Fuß, ist die im Knast. Und Dommer hat nichts Besseres zu tun, als doch Schokolade zu klauen, damit sie ein bisschen Schoko jetzt naschen kann, ne? Also, ich glaub's ja gar nicht. Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen aus an die Marking, Sanders Kanalmitglied, Franjo Bosic, UN und an Julia Gökmen, wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du im nächsten Video auch dabei. Domme, 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 ich komm nicht mehr klar auf dich. Nein, hallo. Aber das ist meine Schokolade. Mhm. Jetzt nicht mehr. Die geht jetzt in Staatsbesitz über, solange sie hier sind. Ja. Das ist sogar vom Arzt attestiert. Ja. Vom Arzt attestiert. Die hat einen Attest, dass Domme immer Schokolade braucht. Bestimmt. Hätte ich vielleicht mal vorher überlegen sollen, ne? Das Grundrecht haben sie sich gut verscherzt. Ja, richtig. Dann noch eine Nussschokolade. 100 Gramm. Oh, jetzt. Domme, deine Gelegenheit. Domme, deine Gelegenheit. Schnapp dir die Schokolade. Also bitte, geben Sie die Schokolade her. Nein. Domme, gib die Schoki her. Nein, aber. Fräulein, was war das denn jetzt gerade? Was guck ich mir schon wieder an? Hilf mir ist das eine, aber Domme haut mich jetzt wieder komplett aus den aus dem Hocker. So eine Aktion dann hier, hä? Kapiert? Was meine Fräulein? Wir kriegen ja immer die Spezialfälle hier. Mhm. Ja, glaube ich. So, gute Frau, dann kriegen Sie jetzt Ihr Outfit für die nächsten Tage. Größe? Für die nächsten Tage. Okay, das ist für Tage, ja, ein bisschen übertrieben, ja. Also die war, also die hat jetzt ja, die übertreiben auch ein bisschen, ja. Also ich meine, die stand in der Stadt, ja, ohne, gut, die kriegt vielleicht eine kleine Strafe oder so, aber dass jetzt tagelang im Knast sein muss. Oh, L. L? XL. XL. Ja, ich gucke einfach mal nach XXL, denke ich. Was für ein unverschämter Kerl. Man fragt eine Dame nicht nach ihrer Kleidergröße. Ja, wie soll er das sonst machen? Ja, soll er schätzen, oder was? Also, Dame. Ruhsamen Aufenthalt. Bringst du die Dame bitte auf ihre Suite. Kommen Sie bitte mit. Danke. Auf ihre Suite, genau. Der Typ hat auch die Schnauze voll von seinem Job. Das wird lustig. Mhm. Die erste Nacht hinter Gittern bricht an. Domme muss ohne Schokolade ins Bett. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist der erste Satz, was der Kommentator hier sagt. Der sagt nicht irgendwie die erste Nacht im Knast. Das Bett ist ungemütlich. Die Zelle ist kahl und kalt. Nein, der sagt so, ohne Schokolade ins Bett. Ich glaube, das ist für Domme echt die härteste Schwierigkeit, dass sie einfach ohne Schokolade schlafen muss. Sie ist regelrecht auf Entzug. Schokoentzug. Ja, die kann nicht schlafen, weil sie auf Schokoentzug ist. Ich pack das nicht mehr. Ist das normal bei Domme? Also kann ich mich, wenn ich jetzt häufiger auf Domme reagiere, kann ich mich darauf gefasst machen? Auf so ein Mist? Dankeschön. Schokolade. Schoki. Ey, die wälzt sich nachts im Schlaf. Oh nein, das ist jetzt ein Traum. Oh nein. Schoki, wo seid ihr? Hallo. Die hat einfach einen Zauberstab mit einem Knoppers drauf. Und hier war gerade das Gesicht von diesem Gefängniswärter. Du bist mir geblieben. Ey, nein, Matthias. Schoki, nein. Ey, Regie, ist das gerade wahr, was wir uns hier angucken? Also, kurze Frage, ist das, was wir gucken wollten, oder habe ich mich gerade im Video vertan? Ich glaube, ich spinne. Da schießt ja den Vogel wieder komplett ab, Freunde. Diese Gesichter von dem Gefängniswärter. Geht weg. Oh nein. Oh nein. Schokoköster. Domme, hör auf, dich selber zu schlagen. Hör auf damit, Domme. Du bist nur auf Schoki-Entzug. Träumte ich wieder von mir als Schokoelfe. Aber diesmal war alles anders. Am nächsten Morgen wacht Domme mit knurrendem Magen auf. Sie wartet sehnsüchtig auf das Frühstück. Mhm. Es geht nur ums Frühstück. Dass sie in so einer Zelle mit so einem ungemütlichen Bett oder so gepennt hat, ist ganz egal. Ist völlig egal, wie sie behandelt wurde. Es geht ihr nur um Schoki. Okay, das Frühstück kommt. Oh nein, Apfel mit Orangensaft. Ich sehe schon. Uiuiui. Das ist viel zu gesund für Domme. Das wird sie nicht akzeptieren. Guten Morgen. Happa, Fütterungszeit. Alles klar. Gut. Tschüss. Oh nein. Entschuldigung. Das ist einfach Porridge, Apfel, Orangensaft. Ei, für Domme nicht das richtige Frühstück. Entschuldigung? Ja. Da fehlt aber was. Was fehlt Schoki. Denn da?
Ja, die Schokolade. Welche Schokolade? Ja, ich meine Schokolade. Okay, das ist echt traurig, ja. Da ist ja nicht mal... Doch, da ist ein Löffel. Okay, das ist sehr trockenes Frühstück, ja. Ich hätte zumindest einen netten Aufstrich noch fürs Brötchen geben können oder so. Der Apfel. Ja, und das Porridge. Weiß nicht, wie das schmeckt. Egal. Müsli, ein Schokobrötchen oder wenigstens ein Kakao. Oder Müsli. Nicht nur das, was sie da sehen, okay? Sonst nix. Aber Schokolade ist doch ein Grundnahrungsmittel. Ich habe ein Recht auf Schokolade. Ich kann das gerne wieder mitnehmen. Ist für mich gerade... Nee, ist gut. Ja. Ich bin dann wieder weg. Tschüss. Okay, das ist das Bescheidste, was ich je gesehen habe. Okay, Dame, jetzt fütter bitte diesen Apfel. Oh, meine Fresse. Dame könnte heulen. Dame ist sehr traurig. Keine Schoki für Dame heute. Die Musik untermalt das auch nochmal. Mir kommen fast die Tränen. Es ist alles sehr traurig gerade für Magi. Mir kommen fast die Tränen. Wir sind leider ein bisschen traurig darüber. Oh, ich will das nicht essen. Nee, Dame. Aber ich bin kurz vorm Verhungern. Da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Genau, dann musst du wohl mal einen Apfel essen. Haferbrei-Suppe. Na komm, Dame. Einen guten. Schokolade. Ja, Haferbrei, gute Proteine, gute Kohlenhydrate, rein damit jetzt. Ja, das kannst du mal gebrauchen. Das war echt eine Frechheit. Aber dabei ist mir was eingefallen, was ich mal im Fernsehen gesehen habe. So, dann wollen wir... der Apfel hat überlebt, aber hätte denn damit rechnen können, ne? Ei, der Daus, da bin ich aber überrascht. Aber der ist auch super unseriös, der Typ, ja? Also als Polizist so solche Sprüche zu bringen oder als Wärter oder was auch immer der arbeitet, das ist auch krass unseriös, ja? Also, aber okay. Ich habe da eine Frage. Okay, was kommt jetzt? Jetzt hat Domme einen Plan. Domme hat einen Plan, um an Schoki zu kommen. Ich bin gespannt. Was für eine Frage? Ich habe doch einen Anruf frei, oder? Haben Sie im Fernsehen gesehen? Hab ich den jetzt frei oder nicht? Ja, Sie können gerne bei den Weight Watchers anrufen oder bei Ihrem Anwalt. Das hat er nicht gerade gesagt! Der sagt einfach, dass sie gerne bei Weight Watcher oder Anwalt anrufen kann. Das ist eine kranke Aussage, ja. Wem auch immer. Ja, dann möchte ich das jetzt tun. Ja, schön. Dann folgen Sie mir mal eben. Super, ich darf telefonieren. Ja, okay, da was kommt jetzt? Das viele Fernsehgucken doch gelohnt. So, gute Frau. Oh, jetzt will sie wahrscheinlich Schokolade reingeschmuggelt bekommen oder so. Oh nein. Telefon, da. Einen Anruf haben Sie frei. Viel Vergnügen. Hallo, Tante Marianne. Oh nein, okay. Was kommt jetzt? Nicht irgendwie hol mich hier raus oder bring meine Ausweisdokumente mit, sondern bring mir Schoki in den Knast. Du musst mir einen Riesen gefallen tun. Du musst mir Schokolade bringen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Ja, gab da so einen kleinen Zwischenfall mit meinem Schoko-Event. Ja. Ja, ist jetzt nicht wichtig. Ist jetzt nicht wichtig, warum ich im Knast bin. Ist überhaupt nicht wichtig. Juckt nicht. Dass du mir jetzt Schokolade bringst. Okay. Was hat das Kind nur wieder angestellt? Das ist also Tante Marianne. Aber okay, wir haben einen Anwalt in der Familie und der muss jetzt versuchen, die da rauszubekommen. Nee, Schoki ist wichtiger. Schokolade ins Gefängnis zu schmuggeln. Ich hab da auch schon eine Idee. Hä, die versucht das jetzt echt? Ach, Onkel Herbert ist Anwalt? Onkel Herbert? Ach, das ist ja super. Dann sollte er doch auch Schokolade mitbringen. Das hört er doch mit, oder was? Ja, es geht so. Ich meine, die Wärter, die sind hier echt scheiße. Hallo? Ich war 2001 fast mal Wärter des Monats. Was gucke ich mir hier an? Der rechtfertigt sich echt dafür. Ja gut, Schokogeister gibt's ja auch. Die erscheinen hier in der Nacht. Also, Schokogeister. Die nennt diese Albträume, die sie hat, wegen Schokoladenentzug, nennt die Schokogeister. Ich werd verrückt. Bring mir bitte Schokolade, sonst überlebe ich das hier nicht. Auf Tante Marianne ist Verlass. Dass wir einen Anwalt in der Familie haben, ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, sie bringt mir Schokolade. Okay, Freunde. Wie es weitergeht, werden wir in einer nächsten Reaktion erfahren, wie es mit Domme weitergeht, ja. Ob sie die Schokolade in den Knast bekommt oder nicht, Freunde. Bin sehr gespannt, wie das aussieht. Oh nein. Das war's auf jeden Fall mit der ersten Reaktion auf Domme, Freunde. Domme hinter Gittern. Hier kannst du auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Hier siehst du auch meinen Instagram. Check das gerne ab. Und hier siehst du zwei andere coole Videos, die du gerne angucken kannst, Freunde. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen. Seid jeden Tag am Start, wenn es wieder heißt, Elmagi lädt ein neues Video hoch. Und dann sehen wir uns morgen in der Frisch spannenden Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein. Ciao, ciao.